Ja, ein herzliches Willkommen. Ein Willkommen vom Hamburger Wallingdamm aus unserem Stammhaus. Ich freue mich sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie heute Abend bei uns sind. Die Zeit ist ja etwas unnahbar. Und dass wir wieder Nahbarkeit haben, dass wir wieder den Dialog fortsetzen können, das verdanken wir der Digitalisierung. Ich freue mich sehr. Heute ist eigentlich unsere erste richtige Donner-Reuschel-Sendung. Und heute hier in unserer Kassenhalle habe ich einen ganz besonderen Gast. Hagül Özkan, die Geschäftsführerin des Zentralen Immobilienausschusses. Hagül, wir kennen uns schon ganz lange und ich Sehr freue lange. mich ganz riesig, dass du das heute möglich gemacht hast. Normalerweise bist du in Berlin und heute live und in Farbe hier bei uns in Hamburg. Ganz, ganz herzlich danke dafür und herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung, Markus. Ich komme natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin natürlich viel mehr in Hamburg, als du dir das vorstellen kannst, immer am Wochenende zumindest. Und jetzt habe ich Urlaub und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wieder hier an der Alster zu sitzen mit dir in diesen wunderschönen Räumlichkeiten. Ja, das ist leider noch nicht so möglich, dass wir jetzt eine kleine Kameratour durch unser Stammhaus machen. Aber unsere Kunden und Freunde sind natürlich jederzeit herzlich willkommen und können, sobald das hier alles wieder etwas normaler wird mit dieser Corona-Pandemie, dann das gerne nochmal nachholen. Nachholen wird auch ein Thema und die Pandemie natürlich auch. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, du bist ein ganz besonderer Mensch. Kann ich einfach mal sagen, weil wenn man schon so lange viele Berührungen, Themen auch zusammen meistert, da lernt man sich schon ganz gut kennen. Und es gibt auch immer in den ein oder anderen Themen Bewegung. Man braucht einen Motor, damit es vorangeht. Da habe ich dich immer tatkräftig erlebt. Du bist jemand, der sich da auch nicht zurückhält, sondern auch das Zepter des Handels in die Hand nimmt. Wir selber sind ja auch CIA-Mitglied, also wir Richtig. freuen uns natürlich, eine so starke Geschäftsführerin jetzt neu zu haben. Aber damit die Gäste auch eine Chance haben, dich ein bisschen besser kennenzulernen, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wenn man in die Medien guckt, bei Wikipedia oder egal wo, dann kommt man natürlich immer auf dieselben Themen zu sprechen. Eine türkischstämmige Deutsche, eine Muslimin, die Ministerin geworden ist, die eine sehr starke politische Interessenlage hat, die sich da engagiert. Du hast verschiedene Stationen gehabt, habe festgestellt, dass wir uns, glaube ich, bei der ersten Station, das war noch die Deutsche Telekom, kennengelernt haben. T-Mobile, glaube ich, war das. Vorher warst du auch schon mal bei der Telekom unterwegs. Und warst dann in der Logistikbranche bei einem großen Player. Und hast dich, wie gesagt, immer parallel sehr stark politisch engagiert. Und 2010, vor 10 Jahren, wurdest du dann Ministerin, Christian Wulff war der Richtig, Ministerpräsident. aus Niedersachsen mich sozusagen weggelockt hat. Weggelockt. Ich habe damals wirklich gedacht, Mensch, gute Entscheidung, Glückwunsch, lieber Christian Wulff, aber du wirst uns in Hamburg fehlen. Gab ja auch noch mal die Überlegung, dich in Hamburg wieder zurückzubinden, einzubinden. Aber das hat dann aus anderen Beweggründen leider nicht funktioniert. Jetzt bist du privat hier und bist auf Bundesebene zurück Richtig. beim ZIA. Ja, Richtig. ZIA kennen viele, aber nicht alle. Was ist der ZIA? Ja, der ZIA ist der Zentrale Immobilienausschuss. Die Stimme der Immobilienwirtschaft, will ich das mal nennen. Der Verband, der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft in seiner gesamten Wertschöpfungskette. Durch den ZIA sprechen wir mit für die Mitglieder und die Verbandsmitglieder, die bei uns organisiert sind. Das sind um die 37.000 Unternehmen. Also schon eine stolze Zahl und sind letztendlich auch das Sprachrohr, sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der europäischen Ebene. Und da passiert eine ganze Menge im Moment. Insofern
Sehr, sehr wichtig. Viele Branchen, Bereiche, Assetklasse in der Immobilienwirtschaft haben lange Jahre gesagt, wir haben so eine Entwicklung, eine wunderbare Entwicklung. Eigentlich ist es ein Selbstgänger, wir brauchen eigentlich niemanden, der für uns irgendwo irgendwie vorstellig wird. Aber auch jetzt gerade diese Zeiten zeigen, dass es gut ist, dass man vernetzt ist, dass es gut ist, dass man auch weiß, wie man in der Politik vielleicht durchdringen kann, weiß, wie man auch die Botschaften setzt. Ich habe immer gesagt, deswegen ja auch mein Wandern zwischen den Welten, also der Wirtschaft und der Politik, die Frage kommt ja häufig, dass ich das sehr verkürzt sage, man muss manchmal der Politik Wirtschaft erklären und der Wirtschaft muss man auch mal Politik erklären. Und wenn man in beiden Bereichen unterwegs war, kann das sehr hilfreich sein. Deswegen warst du am Landesvorstand vom Wirtschaftsrat der CDU. Mhm. Ist ja keine Parteiorganisation, steht aber der CDU na, auch der FDP, glaube ich, wenn ich das so aus meiner aktiven Zeit beschreiben kann. Ich bin noch im Bundesvorstand auch des Wirtschaftsrates, also delegiert aus hier aus Hamburg, wo ich immer noch im Landesvorstand kooptiert bin. Das heißt, genau das ist auch eines der Bindeglieder, wo wir sehen, wo ist der Trend eigentlich, was passiert auch bei den Unternehmen, was bewegt sie. Und das ist für die Politik immens wichtig. Ich war ja selbst ein paar Jahre Ministerin und habe sehr geschätzt auch die Gespräche mit den Unternehmen, mit den Interessensvertretungen. Und man kann das Wissen sich nicht selbst so in der Tiefe arbeiten aus den einzelnen Branchen, dass man nicht auch für Gespräche offen ist. Und deswegen halte ich das für sehr hilfreich. Wir sagen immer mittendrin statt nur dabei. Richtig. Also du warst damals auch schon immer mittendrin. Und ich kann das auch nur sagen, mir bleibt immer noch ein Thema in Erinnerung. Du hast dich mal für die Gewerkschaften stark gemacht bei dem Paketdienst für einen einheitlichen Tarif. Da hast du Seite an Seite mit den Gewerkschaften gestritten, glaube ich, im positiven Sinne. Christliche Gewerkschaften haben sich engagiert für einen Tarifvertrag. War das eigentlich der Vorläufer von dem Mindestlohn? Oder wie muss man das feststellen? Es war damals eine ganz interessante Phase, dass tatsächlich unterschiedliche Interessenlagen da waren, ohne zu viel jetzt ins Detail zu gehen. Aber die Deutungshoheit lag tatsächlich in dem Fall damals nur bei der Verdi. Und das hat mich schon gestört, dass es nicht nur die Verdi sein kann, die mehrheitlich auch die Interessen der Deutschen Post, also der Gelben Post, vertreten hat. Ich habe für einen anderen, einen Herausforderer in der Phase der Liberalisierung des Post- und Paketmarktes gearbeitet. Und mir war wichtig, dass wir auch da eine Vielfalt haben. Und damals ist eben halt eine alternative Gewerkschaft gegründet worden und ich fand es wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch organisieren. Damals wurde tatsächlich ein Tarifvertrag für allgemein verbindlich erklärt. Olaf Scholz war damals Arbeitsminister, Bundesarbeitsminister, so trifft man sich wieder. Und damals wurde dieser allgemeine Tarifvertrag eben über Nacht geschlossen und für allgemein verbindlich erklärt, ohne tatsächlich realistisch und richtig mit anderen verhandelt zu haben. Es ging über Nacht. Und dagegen haben wir uns gewehrt und haben gesagt, das kann nicht sein. Also wir haben nie richtig verhandelt. Das konnten wir nachweisen. Zwar in zwei Instanzen, aber wir haben damals gewonnen. Okay. Das muss ich sagen. Also wenn man das so sagen will gegen Olaf Scholz, nein, gegen das damalige Bundesministerium, die das für allgemein befindlich erklärt hat. Also da muss man jetzt nicht irgendwie sich freuen, sondern man muss halt die Mechanismen, die unser Rechtsstaat, aber auch unser Demokratieprinzip hat, auch wirklich ausschöpfen. Und das war mir wichtig. Ich habe immer gesagt, wenn sich Unternehmen gründen, wenn Liberalisierung am Markt wirklich Einzug hält und das braucht es eben, dann müssen auch die Bedingungen, die fairen Chancen auch für Mitsprache auch gegeben sein, auf allen Seiten, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. Aber ich sage mal, die Medaillen von beiden Seiten zu betrachten, war wahrscheinlich für die Politik ein ganz wichtiges Asset. In der Tat, ich deswegen auch heute noch, wenn ich mit Unternehmern rede, aber auch vor allen Dingen mit Politik rede, glaube ich, ist es wichtig, dass man Verständnis hat, was ein Unternehmer bewegt, was ein Unternehmer jeden Tag eigentlich auch bewegt zu tun und zu unternehmen. Diesen Spagat, den jeder hat zwischen seinen Stakeholdern, den natürlich Effizienzvorgaben, die er für sich macht oder die ihm die Stakeholder vorgeben, aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die Kundenzufriedenheit, die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen muss. Diesen täglichen Spagat, den jeder Unternehmer gehen muss, der ist schon immens und den muss man verstehen, wenn man wieder an einen Tisch sich setzt und sagt, ich möchte gerne das und das regulieren oder ich würde gerne das mal bestimmen, dass das so ist. Und man verstehen muss, Politik verstehen muss, was sind eigentlich die äußeren Einflüsse, die da auch eine Rolle spielen. Sehr, sehr spannend.
Aber kann ich auch nur bestätigen. Aber ich glaube, wenn man die verschiedenen Perspektiven einbezieht in seine Entscheidung, kommt man definitiv weiter. Ne? Auch solche Themen, ich erinnere noch die Diskussion, die es gegeben hat mit den unterschiedlichen Größen. Das war bei der Bahn ja auch, also nicht nur bei der Post, sondern da gibt es die GDL und da gab es auch ein großes Unternehmen auf der Gewerkschaftsseite, was sich ja sehr stark dort breit gemacht hat. Interessante Erfahrung. Ich bin damals in meiner frühen beruflichen, meinem frühen beruflichen Werdegang, also nach meinem zweiten Examen, ich bin ja Volljuristin, bin ich ja ganz bewusst zur Telekom gegangen, also den großen Player. Ein tolles Gefühl, Deutsche Telekom hat natürlich einen wirklich Stellenwert, auch in meinem beruflichen Können und Werden. Aber nach 8 Jahren habe ich für mich festgestellt, das hast du jetzt gelernt bei einem Monopolisten, die sich aufgemacht haben, zu einem Wirtschaftsunternehmen zu werden. Jetzt willst du eigentlich mal was anderes machen, nämlich mal auf die andere Seite, nämlich auf, zu einem Herausforderer. Dann erst merkt man, und ich nenne das immer Seitenwechsel, merkt man erst, wie man sich eigentlich in die Situation des anderen versetzen kann und wie man daraus auch was entwickelt. Das lernen wir Juristen eigentlich auch im Studium, weil wir uns immer in Alternativen bewegen müssen. Aber anwenden tun wir es selten, jedenfalls nicht, wenn man in seinem eingestammten Bereich dann bleibt. Und das war mir damals so wichtig und deswegen bin ich nach 8 Jahren, tatsächlich, du hast gesagt, Telekom und T-Mobile, in Führungsposition ganz bewusst von mir aus rausgegangen und bin dann eben zu einem Herausforderer am Markt gegangen. Und später ja auch in die Politik. Ja. Auch wieder ein ganz anderer Seitenwechsel. Übrigens bin ich in die Politik durch das Ehrenamt gekommen. Das ist auch etwas anderes. Ich bin nicht in der Familie sozialisiert, wie man das vielleicht bei, ich sag mal, Berufspolitikern auch häufig sieht oder kennt, sondern ich bin in der Tat einfach ehrenamtlich engagiert gewesen und damit bin ich einfach mal in die Politik gekommen, weil ich nicht nur meckern wollte, sondern auch mal was bewegen und verändern wollte. Das ist auch ein interessantes Thema. Du engagierst dich ja auch für Frauen, für Diversity, für die Themen, dass die auch eine höhere Bedeutung haben. Du warst immer eine Lautsprecherin, ja, also du warst immer sehr fundiert in den Themen, aber du hast einfach auch die Themen nach vorne getragen. Gibt es da für dich Schlüsselerfahrungen, die auch wichtig wären für Diversity und Frauen im Management oder in der Aufsichtsrat? Also Schlüsselerlebnis ist natürlich, dass man A, sein Handwerkszeug gut beherrschen muss. Also es gibt keinen Bonus und den sollte es auch nicht geben, sondern ich glaube schon, und dass fast alle erfolgreichen Frauen, die wir erleben, sind einfach gut. Sie haben eine gute Berufsausbildung, ein gutes Studium, sie beherrschen es. Aber präsent zu sein, das ist eben genau A und O. Man kann gut sein und trotzdem nicht gesehen werden oder nicht gefördert werden. Man braucht einen Mentor, der einen erkennt. Das ist in der Politik wie auch in der Wirtschaft genauso, dass man einfach auch Fürsprecher braucht, die einem in der Phase der Entwicklung, des Ausbaus des Netzwerks und der ersten Schritte sozusagen im Aufstieg auch helfen. Aber am Ende muss man selbst es wollen. Ich sage immer, Macht macht einsam. Und das gilt wie in der Wirtschaft, wie auch im Unternehmen, in der Politik. Man muss auch als Person es wollen und nicht zurückschrecken. Das gehört auch dazu, dass man mit Aufstieg auch ein Stück weit sich durchsetzen muss, dass man auch Willen zeigen muss, Biss zeigen muss. Das ist, glaube ich, nochmal ein Schlüsselerlebnis. Und A und O ist, dass Frauen sich untereinander unterstützen, dass Frauen sich sehen und dass Frauen eben auch ihr Netzwerk spinnen und bei Personalentscheidungen, so wie es Männer auch, ich scheue immer dieses Männer-Frauen trennende Bild, aber wenn man von klassischen Männerentwicklungen sieht, spricht, dann spricht man natürlich auch von den Netzwerken. Viele der erfolgreichen Unternehmen, wenn wir heute Apple sehen, wenn wir Facebook sehen, wenn wir Amazon sehen, dann sehen wir immer, dass die erfolgreichen Führungsebenen ihre Freunde aus der Studienzeit, ihre Kollegen aus der ersten beruflichen Phase, weil sie ein Urvertrauen entwickelt haben, auch weiterentwickelt haben und immer um sich herum geschart haben. Das muss Frauen auch gelingen. Das heißt, die frühen Netzwerke, die man auch entwickelt und die frühen Freundschaften, auch beruflicher Art, die man entwickelt, und die gibt es, die muss man auch dafür nutzen, um Kollegen zu rekrutieren, die einem dann auch wirklich den Rücken
Stützen frei halten, und das passiert leider zu wenig, aber das liegt auch daran, dass wir einfach zu wenig Frauen in Führungspositionen haben. Also da schließt sich der Kreis. Ja. Wenn wir mehr Frauen haben, ich will nicht sagen, dass Männer das befürchten, genau dann passiert nämlich genau der Effekt, dass natürlich Frauen ihre Personalentscheidungen auch danach treffen werden, auch sich mal ihre Buddies, nämlich ihre Frauenfreunde, dazu holen. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Verwerfliches. Und theoretisch glaube ich, dass auch Frauen in dieses Muster verfallen könnten, dass sie diejenige einstellen, die ihnen am ähnlichsten ist. Und das machen ja Männer, ist ja nachgewiesen. Das ist nachgewiesen, dass eben deswegen es Frauen schwer haben, in solche Kreise durchzudringen, weil sie eben nicht vom Typus her passen oder nicht eben genau das Ebenbild abbilden. Und das kann auch bei Frauen natürlich passieren, sollte vielleicht nicht kopiert werden, aber ich befürchte in der Anfangsphase schon. Aber das ist auch nichts Verwerfliches. Ich sage immer, Wissen, also Kenntnisse gepaart mit wirklich auch dem Durchsetzungsvermögen, dem unterstützenden Charakter, das kann gut funktionieren. Sehr plausibel. Ja. Gut. Frauen in die Aufsichtsräte ist auf ein Verein auch. Ja, wo die Frauen organisieren. Hast du da schon Berührungspunkte? Ja, ich kenne ganz, ganz viele Frauen und natürlich auch die Protagonisten, die das machen, vorleben und auch, auch vorantreiben. Es ist unheimlich wichtig, weil wir sehen ja per se, wie langsam es geht. Und wenn wir diese Aufmerksamkeit und dieses sich organisieren nicht hätten, dann wäre es noch schwieriger. Wie oft spreche ich auch mit Männern aus den verschiedensten Branchen? Ich habe 6 Jahre für die Deutsche Bank gearbeitet, muss ich an dieser Stelle sagen. Wäre ich noch drauf gekommen. Aber okay, da habe ich es auch erlebt natürlich, wie schwierig es ist. Aber auch jetzt in der Immobilienbranche sehe ich, unterhalte mich mit ganz vielen Entscheidern, die sagen, händeringend, Frau Özkan, wir würden ja gerne, wir kennen nicht. Wir kennen die Frauen nicht. Sie sind für uns nicht präsent. Und dafür gibt es eben solche Organisationen wie PIDA, die sagen, wir haben diese Frauen hier. Wir kennen sie. Wir können ganz viele Empfehlungen abgeben. Sagt uns euer Profil, sagt uns euer Ziel und wir können auch matchen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist nicht nur eine Aufgabe von Headhuntern, sondern es ist eben auch eine Aufgabe von diesen Organisationen zu sagen, wir machen die Frauen sichtbarer. Also bei PIDA ist auch eine Frau aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel, um im Vorstand was zu verändern. Ja, wer es mag, ja. Es gibt auch andere Wege. Ich will das gar nicht ausschließen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber mir hat mal ein Mentor gesagt, es ist ja immer schwierig, so das Gleichgewicht zu halten. Also wie viel präsent muss man sein und wie viel muss man in Sacharbeit und inhaltlicher Arbeit überzeugen. Und ich glaube, die Mischung 70-30 ist gut. 70 leisten und 30 trommeln, nicht umgekehrt. Mhm. Das erleben wir bei beiden Geschlechtern auch mal anders und das kippt dann irgendwann. Mhm. Auf Dauer ist das nicht belastbar. Und deswegen sage ich immer, es muss so funktionieren. Für mich selbst habe es ganz frühzeitig gelernt, und das ist meine Sozialisierung, weil ich eben aus einer Gastarbeiterfamilie kam, dass ich mein Vater und meine Eltern immer gesagt haben, du musst doch besser sein als andere, damit du hier dich durchsetzen kannst. Wir können dir nicht helfen, also musst du das selbst können, aber du musst auch besser sein als die anderen. Also ich dachte immer, ich muss immer noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Das hat mich ein Leben lang begleitet, natürlich mit Unterstützung von ganz, ganz guten Menschen, die erkannt haben, dass ich auch was bewegen möchte und nicht nur für mich selbst was tun möchte. Und deswegen sage ich, es muss beides da sein. Aber die muss man auch erstmal für sich gewinnen. Richtig. Das geht ja nicht einfach so, sondern da braucht man schon Kompetenz, Überzeugungskraft und kann ich auch nur bestätigen. Ich habe das immer erlebt bei dir, ist wirklich bewundernswert, hast du toll entwickelt und dann auch die Seite in die Politik gewechselt. Mhm. Also nach dem Motto, ich kann vielleicht noch mehr anstellen und gestalten, wenn ich selber auch politische Verantwortung übernehme. Ja, also ich bin damals in Hamburg ja Abgeordnete geworden. Das war ja so der Beginn meiner politischen Arbeit. Und da war es in der Tat so, dass man mich mal bei der Ehre gepackt hat. Mhm. Es ist Dirk Fischer gewesen und auch Ole von Beust und der Uldal natürlich, der liebe Uldal.
möge er in Frieden ruhen, die beide oder die drei mich kennengelernt hatten und dann irgendwann gesagt, durch mein Ehrenamt, durch einen Verband, den ich gegründet hatte von Unternehmern mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, Frau Özkan, jetzt haben wir Sie 4 Jahre so kennengelernt, Sie wollen ja viel bewegen, aber nur meckern geht nicht und nur fordern geht nicht, jetzt müssen Sie mal selbst auch was tun. Und dann habe ich gesagt, gut, aber nur, wenn ich wirklich in den Bereichen auch aktiv werden kann, von denen ich was verstehe. Und das war eben Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Und das haben die wahrgemacht. Ich habe kandidiert für die Bürgerschaft, 2008 eingezogen. Und wie gesagt, 2010 konnte ich weiterziehen nach Niedersachsen. Aber in der Tat waren das Menschen, die eigentlich erkannt haben, was dahinter steckt. Also meine Bemühungen waren immer, war in meinem beruflichen Kontext erfolgreich, weil ich mich mit den Themen identifiziert habe. Ich gehe nur in ein Unternehmen oder in eine Branche, in einen Bereich, wo ich eine hohe Überzeugung habe, dass ich dort was bewegen kann, dass ich in der Sache was tun kann. Das andere war immer, was mich begleitet hat, mich ehrenamtlich zu engagieren. Für junge Menschen beispielsweise, denen es nicht so gut ging in ihrer beruflichen oder schulischen Ausbildung. Ich habe eine ganz tolle Ausbildung genossen. Das war für mich immer wichtig zu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Andere haben die Möglichkeit nicht der Unterstützung und denen möchte ich was zurückgeben. Und das begleitet mich heute noch. Das heißt, diese gewisse Authentizität und Bodenhaftung, die muss man behalten. Und wenn das andere in mir sehen und mich dabei unterstützen, freut es mich. Und ich gucke genauso auf meine Mitarbeiter oder auf Menschen, die ehrenamtlich mit mir arbeiten, weil ich einfach sage, das gehört dazu, diese gesellschaftliche Verantwortung und ein Stück weit etwas zurückzugeben, was man bekommen hat, ist befriedigend für mich und hoffentlich für die anderen auch, die das genießen können. Und das Arbeitspensum? Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Du hast noch einen großen Sohn, der ist jetzt gerade 18 geworden. Ganz stolz bin ich darauf. Ja. Ich sage immer, wenn man später guckt und sagt, was hat man geschaffen, dann ist es das. Ja. Also Kinder sind das Schönste. Ich habe nur einen Sohn, aber ich bin begeistert. Er hat in diesem schwierigen Corona-Jahr in der Tat Abi gemacht, ist 18 geworden, hat entschieden, dass er doch sofort ins Studium geht, studiert jetzt im Ausland, also wo unter den erschwerten Bedingungen, dass er eben nicht mal eben hier nach Hause fahren kann und wir ganz viel mit FaceTime und anderen Dingen machen. Aber das ist schon mein Stolz und wir unterhalten uns über die Welt und die täglichen Dinge, die uns bewegen, wo ich denke, Gott, da habe ich ihm doch was Gutes beigebracht oder mitgegeben, dass wir das können. Den Mut zu haben, dann auch noch eine andere Sprache zu lernen. Absolut. Also, du hast mir das ja schon erzählt. Ja, er lernt Ungarisch. Ja, finde ich beachtlich. Ja. Also das Jahr war voll. Das Jahr war voll mit allen Dingen, die man nicht vorher wissen kann. Ja. Also als ich jetzt um diese Zeit vor einem Jahr saß und mir überlegt habe, wo wird mich die Zeit im nächsten Jahr hinbringen und was wird alles passieren, hätte ich never ever gedacht, dass das so alles kommt. Nicht nur wegen Corona, sondern auch die gesamte Entwicklung, auch meine berufliche Veränderung. Und deswegen sage ich, man muss ein Stück weit auch loslassen und flexibel sein können. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen und einfach Dinge auch annehmen und das Beste draus machen. Und das hat mich, glaube ich, einfach gut durchs Leben getragen. Und manche Dinge, die man nicht ändern kann, das muss man auch laufen lassen. Das ist, ich sag mal, fehlallokierte Energie, die man dann da reinsteckt, wenn man auf Krampf versucht, das verändern zu wollen. Es nützt nichts, also muss man sich auf die Dinge konzentrieren, die man selbst beeinflussen kann. Was hättest du dir gewünscht bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Gibt es da Dinge, wo du sagst, du warst ja auch quasi Ministerin für diesen Themenbereich. Gibt es da Dinge, wo du sagst, da habe ich erkannt, dass wir noch Defizite haben? Weil wir haben ja gesehen, auch vor der Wiedervereinigung gab es im anderen Teil Deutschland ein ganz anderes System mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als im Westen. Hast du da für dich Schlüsse ziehen können? Also ich war ja, muss ich sagen, schon in der ganzen beruflichen Zeit schon privilegiert, weil ich mir durch natürlich meine Situation und dem Einkommen immer natürlich ein Backup schaffen konnte. Also mein Sohn ist in ganz normalen Kita gegangen, auch ganz normale Schule gegangen. Man braucht ja trotzdem Backup.
Und insofern weiß ich, dass viele Familien das nicht können, viele alleinerziehende Mütter das nicht können. In meiner Beginn meiner politischen Zeit und dann ja auch in meiner Ministerzeit habe ich natürlich mit ganz großem Interesse und viel Unterstützung auch verfolgt, wie Frau von der Leyen damals ja auch die Kita und die Krippen, den Krippenausbau vorangetrieben hat. Und das ist das A und O gewesen. Wir hinken ja schon nicht nur jetzt den ostdeutschen Ländern hinterher, wenn ich das so sagen darf, wenn man noch trennen möchte, aber wir hinken ja auch allen vielen europäischen Ländern hinterher, wenn ich einfach nur an Frankreich denke. Insofern war das das Schlüsselerlebnis, das ich mit reingetragen habe in mein Amt, dass ich gesagt habe, ich werde das massiv unterstützen, doch auch in einem Land wie Niedersachsen, in einem Flächenland, wo es unterschiedliche Befindlichkeiten und Gegebenheiten gibt. In den Metropolen natürlich, der Ausbau muss vorangehen. Die Leute können sonst nicht ihrem Beruf, ihrem Studium oder sonst was nachgehen. Aber im ländlichen Raum immer noch ein klassisches Bild teilweise herrschte, wo man Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber viel auch getan für Mehrgenerationenhäuser. Also wie können wir Familien unterstützen und in vielen Altersstrukturen auch viel auch in den Migrantenfamilien zu tun, für das Bildungswesen Awareness zu schaffen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir in Deutschland sehr stark doch immer gesagt haben, wir greifen nicht in die Familie ein. Um Gottes Willen, das ist, da gehen die Türen zu und was da passiert, interessiert uns nicht. Das ist an vielen Stellen falsch und war falsch. Wir müssen uns viel mehr interessieren, viel mehr Unterstützung geben, viel mehr an die jemanden an die Hand geben, die es brauchen. Und Kinder lernen so viel im Umfeld mit Kindern. Immer dieses Thema zu haben, mein Gott, ich will mein Kind auch nicht in eine Verwahranstalt geben, ist falsch. Mein Kind ist sehr gut aufgewachsen, immer mit auch anderen Bezugspersonen. Mein Kind ist mehrsprachig aufgewachsen, also zumindest zweisprachig, bis er dann in der Schule noch eine dritte Sprache gelernt hat. Das hat ihm wunderbar gut getan. Und deswegen sage ich, je mehr Kontakt ein Kind hat, auch in der ersten Phase, in der prägenden Phase bis zum fünften Lebensjahr, ist das perfekt. Also von daher, ich selbst sehe, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf sehr viel damit zu tun hat, dass auch eine Mutter, gilt auch für den Vater, beruhigt zur Arbeit gehen kann, beruhigt das machen kann, was er neben dem Haushalt und der Familie machen möchte, wenn er geregelte Verhältnisse hat, er oder sie. Und das ist, glaube ich, A und O. Man muss in sich ruhen. Und das schaffen wir nur, wenn wir gute Betreuungsstrukturen haben. Spannend. Diese Erfahrung konntest du auch in die Finanzbranche einbringen. Du warst 6 Jahre für die Deutsche Bank tätig. Plötzlich sah ich dich in Berlin auf irgendwelchen Veranstaltungen vom BDB. Denke ich, okay. Nicht verortet. Nicht verortet. Oder wir sahen uns in Frankfurt bei der Deutschen Bank bei irgendwelchen Verbandsmeetings. Und du hast die Fähigkeit, dich auch neuen Herausforderungen in einem anderen Setup zu stellen. Und was ist dein Geheimrezept, dass das so gut funktioniert? Egal was. Du kannst auch wahrscheinlich ein Hotel leiten oder ein Krankenhaus. Schauen wir mal. Nein, also erstens ziemlich offen und neugierig durch die Welt zu gehen. Und natürlich gibt es auch einen roten Faden in meinem Leben, wie ich auf die Dinge gucke und wie ich in ein Unternehmen reingehe. All die beruflichen Stationen, die ich vorher hatte, waren geprägt davon, dass ich natürlich in ein Unternehmen reingehe und mir Abläufe angucke, Prozesse angucke und mich sehr gut hineinversetzen kann, wenn Veränderungsprozesse sind. Also Change Management ist natürlich auch eines der Themen, wenn man gerne mit Menschen arbeitet. Wenn man sich in Menschen hineindenkt, dann fällt es einem auch leicht. Man muss Menschen mögen. Und ich habe nach der Politik, also vorher natürlich bei der Telekom, aber auch in einem Logistikunternehmen, immer neue Dinge auf- oder umgebaut. Und bei diesem Auf- und Umbau kommt es eben darauf an, auf das Wesentliche sich zu konzentrieren und einen Blick nach vorne zu haben. Was passiert in der Branche? Wie verändert sie sich? Was will der Kunde? Und das ist, war das Entscheidende für mich, immer wenn ich irgendwo reingehe, dass ich mich immer vom Kunden, vom Mitglied aus entsprechend aufstelle. Und als mich dann nach meiner politischen aktiven Zeit, wo ich gedanklich überlegt habe, bleibst du in der Politik oder gehst du zurück in die Wirtschaft, ein Headhunter angesprochen hat und gesagt hat, er würde für die Finanzwelt rekrutieren, da habe ich gesagt, naja, dann wird ja unser Treffen jetzt hier kurz und überschaubar, weil was habe ich mit der Finanzwelt zu tun?
Aber es war in der Tat so, ich habe bei der Deutschen Bank für eine Tochtergesellschaft gearbeitet, für eine Servicegesellschaft, war ich Geschäftsführerin und die waren genau in dieser Position. Die haben eben Veränderungen, Prozesse neu durchdacht, Digitalisierung, also Automatisierung und Robotics war das Ziel einzuführen, aber auch die Postbank-Integration in die Deutsche Bank, also Servicegesellschaften. Schwierige Aufgabe. Verschiedener Banken, beider Banken und verschiedener Kulturen zusammenzuführen. Und das in einem sehr großen Laden, der natürlich hochpolitisch ist. Naja. Als mich die Leute gefragt haben, warum ich denn als Politikerin zur Deutschen Bank gegangen bin, habe ich gesagt, ach, das ist so einfach, weil das hier alles auch so politisch ist. Das fällt mir einfach, ein Scherz. Aber ja, es, in der Tat, man muss open-minded sein, wie das mal so schön auf Neudeutsch heißt und einfach in Abläufen denken können, aber immer vom, die Kanzlerin würde sagen, vom Ende her denken. Ja. Hier ist es in der Tat vom Kunden her denken. Wie kommt etwas, wie kommt ein Erlebnis, wie kommt ein Prozess nachher definiert eigentlich beim Kunden an? Und das liegt mir, das mag ich und deswegen habe ich damals Ja gesagt und in der Tat, wir haben, wir hatten uns ein schnelleres, also schnellere Umsetzung vorgestellt und auch gesetzt als Ziel. Dann gab es natürlich Veränderungen in der Strategie, ja. Postbank verkaufen, nein, wieder integrieren, doch. Und insofern gab es ein bisschen Verzögerung, aber knapp 6 Jahre. Und dann habe ich gesagt, mein Werk ist vollendet, zumindest ein Teil dessen, wo ich beitragen konnte. Und das war eine sehr erfahrungsreiche Zeit. Es war immer so eine On-Off-Beziehung, ne? Also man hat es ja von außen wahrgenommen, die Postbank und die Deutsche Bank und wer ist an der Macht und welche Tendenzen gibt es und was muss man noch berücksichtigen. Ja, deswegen bin ich damals ja von außen gekommen, weil man mir ganz bewusst gesagt hat, das war das eben Entscheidende, auch das Asset zu sagen, man, jemand kommt von außen, ist keinem Lager zugeordnet. Ja. Und ist eben nicht immer wieder dem ausgesetzt zu sagen, naja, die machen das so, wir machen das so, sondern man guckt eben neutraler drauf und sieht das auch ein bisschen entsprechend auch, ich will nicht sagen weniger emotional, aber eben etwas strukturierter und vom Ziel her gedacht. Und das war, glaube ich, ganz richtig so. Und ich glaube, die Bank hat natürlich noch eine ganz, ganz viel Veränderung vor sich. Aber so wie sie jetzt aufgestellt war oder ist für die Servicegesellschaften, für das Backup, für die, wie ich es mal so freundlich sage, ist nichts Negatives, ist die Fabrik dahinter der Bank. Ja. Die muss funktionieren, damit so eine Bank funktionieren kann. Und die haben wir ganz gut aufgestellt. Du siehst ja unsere Fabrik hier, ne? Richtig. Schließfächer werden abends belüftet. ja, nee, also kann man ja nur sagen, war eine sicherlich sehr spannende Zeit und nach getaner Aufgabe hast du, bist ja Anwältin, die Zeit genutzt, dich ein bisschen zu sortieren, wo die Reise weiter hingeht. Ja, ich wollte eigentlich mal wirklich tief durch Luft holen und mal durchatmen und sagen, jetzt hast du alles in deinem Leben im Schnelltempo gemacht. Dann kam ja wie zufällig auch Corona, hat gesagt, das ist gut, das entschleunigt viele Menschen, mich auch, ein Stück weit mal zu gucken und zu entscheiden, was machst du eigentlich, wo gehst du hin, in welche Bereiche. Das mache ich immer so, dass ich sondiere, was passiert am Markt eigentlich. Und just in dem Moment natürlich Corona uns in vielen Lebensbereichen getroffen hat, aber eben auch die Frage, wie geht es nach Corona weiter? Wie werden wir leben, arbeiten, wohnen? Und auch alt werden, vielleicht auch Freizeit verbringen in Nach-Corona-Zeiten. Und da, das arbeitete in mir. Und das hat viel damit zu tun, wie werden unsere Städte sein, wie werden unsere Innenstädte sein, wie wird unsere Immobilienwelt sein, wie wird die Bürowelt sein, wie werden wir einen Arbeitsplatz kreieren. Und müssen Gesundheitsversorgung, gerade jetzt, wenn wir in Pandemiezeiten sehen, kurze Wege haben, integriert sein in unser Umfeld, unser Quartier. Das hat mich die ganze Zeit schon mal beschäftigt. Immobilien sowieso aus meiner Bauministerzeit. Ich war ja Bauministerin und Gesundheitsministerin. Also habe ich aus diesen beiden Blickwinkeln immer geguckt und habe gesagt, wir sehen, was die Politik daraus macht. Jens Spahn kenne ich sehr gut. Haben uns immer im Laufe der Zeit, auch als ich schon wieder raus war, sehr intensiv dazu ausgetauscht, wie andere Fachminister, die ich aus der Zeit kenne. Und ich fand das sehr spannend und wie im Leben das manchmal ist, wenn man an etwas sehr intensiv denkt, dann klingelt es vielleicht bei jemandem. Okay. Der Präsident ist der Andreas Mattner, den kennen wir auch gut hier in Hamburg. Ist ja aus auch Hamburg, bei ECE in einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe und auch engagiert im Wirtschaftsrat über ganz viel Zeit hier auch als Vorsitzender. Richtig. Also ich kenne ihn auch noch
aus seiner Zeit, als er hier Vorsitzender war. Mhm. Als Präsident ist Zier. Mhm. Ist natürlich Mr. Immobilie durch und durch. Mhm. Hat er natürlich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Man hat jemanden wie dich, den er gut kennt. Mhm. Er kennt deine Power. Und die Fachkompetenz und die Erfahrung aus vielen verschiedenen Ecken. Also der hat sicherlich an dem Abend eine große Flasche aufgemacht, einen großen Erfolg feiern können, dich für den Sieger zu gewinnen. Ja, ich schätze Andreas Mattner auch sehr. Wir sind in all den Jahren in auch fachlichem Austausch, also nicht nur freundschaftlich hier im Austausch gewesen, sondern auch im fachlichen Austausch. Ich bin lange Jahre schon in der Stiftung Lebendige Stadt von Alexander Otto und die Themen haben mich halt und die Akteure, die dort auch aktiv sind, viele, viele Immobilienexperten, aber viele Oberbürgermeister auch dabei sind, immer begleitet. Also da habe ich diese Expertise ja da auch abrufen können bisher. Ja, in der Tat, wir haben darüber gesprochen und es war in der Tat so passend zu sagen, wenn wir jetzt die Welt neu, will ich nicht sagen schaffen wollen, aber wenn wir sie ein Stück weit mitgestalten wollen und helfen wollen, sie zu verändern, dann passt das sehr gut und da kann ich wieder etwas bewegen oder gestalten, zumindest nehme ich mir es vor und hoffe, dass es uns gelingt und in der Tat und wenn es menschlich passt, ist es ja auch nochmal ein Gutes. Wichtig. Und das finde ich ganz wichtig und viele, viele Mitglieder kenne ich schon auch vom ZIA, andere werde ich kennenlernen und ich hoffe, dass in der Tat wir in dieser schwierigen Phase unheimlich viel auch für die Mitglieder tun können. Also wir werden dich natürlich tatkräftig unterstützen. Danke. Ja, du wirst und ja auch einfordern. Ja, und du wirst ja auch Mitglied bei uns im Beirat bei Donnerhäuschel, was auch eine Ehre. Große, ja, aber auch für uns, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also freut mich persönlich sehr, weil wir haben ja auch sehr viel Immobilienbusiness. Und wie du schon sagst, wichtig ist, dass man die Player kennt und schnelle, gute Entscheidungen treffen kann. Und das, also als ich das gelesen habe, gesagt, also das ist aber was. Ich würde fast sagen, die Faust aufs Auge, aber das wollen wir jetzt nicht sagen. Nein, aber es ist wirklich, also das. Das also ist, ich schätze das auch, tolle Konstellation. Weil das Netzwerken ist natürlich auch in dem Sinne, dass man sich auch versteht und das Business untereinander versteht, aber auch eben den Gesamtzusammenhang versteht. Ich glaube, das ist häufig auch ein Trugschluss zu sagen, in einem Beirat müssen jetzt alle nur aus einer bestimmten beruflichen Kaste kommen oder müssen nur einer bestimmten Altersgruppe angehören, sondern nein, die Mischung macht es auch da aus. Du hattest ja die Frage mit dem Aufsichtsrat gestellt. Wir brauchen die Diversität in jeglicher Hinsicht, nicht nur Mann, Frau, sondern unterschiedliche Altersgruppen. Wir brauchen auch den Input aus verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen, weil man einfach nur mit dem Querschnitt des Denkens letztendlich und des Fühlens auch solche Unternehmen auch gut führen können. Denn am Ende draußen, der Kunde ist auch so divers. Klar. Der ist die. Deswegen suchen wir ja auch genau solche Beiräte und wie gesagt, freuen uns sehr. Und der ZIA hat natürlich, wie gesagt, da den Checkpot geknackt, kann man sagen. Ne? Also das wird die Zeit zeigen. Das ist eine tolle Sache. Naja, ich merke ja, mit wie viel PS du unterwegs bist und PS hast du immer gehabt. Du warst immer leidenschaftlich an den Themen unterwegs, die dich bewegt haben. Und wie du schon sagst, das ist ja gar nichts Neues. Aber du hast natürlich eine Zeit erwischt, wo sich sehr viel ändert in der Immobilienbranche. In der Tat. Was erlebst du da jetzt aktuell? Corona wirft ja doch viele Themen, die wir gehabt haben in den letzten Jahren, doch nochmal ganz schön durcheinander. Ja, wir haben in der Tat Verwerfungen und wir haben im Herbst nach dem ersten Lockdown und den ersten Entwicklungen, die man sehen konnte, ein Herbstgutachten in Auftrag gegeben gehabt. Wir haben ja die sogenannten Immobilienweisen, die für uns immer das Märzgutachten herausgeben. Das ist schon eine Institution und dieses Jahr in der Tat das erste Mal ein Herbstgutachten, weil wir einfach sehen wollten, was schon bemerkbar ist. Wichtig für alle, die auch Entscheidungen treffen sollen. Und das Herbstgutachten zeigt uns sehr klar, wir haben ein dreigeteiltes Immobilienland in Deutschland, katastrophale Situation im Handel und in der Hotellerie, also Handel, Hotellerie, Gastronomie, alles was damit zusammenhängt. Wir haben einen natürlich fast nicht berührten Wohnimmobilienmarkt, also der ist nicht betroffen. Und wir haben einen Büroimmobilienmarkt, wo wir noch nicht abschätzen können. Da haben wir schon Veränderungen. Aber wir können noch nicht abschätzen, wie das Arbeiten der Zukunft tatsächlich nach Corona-Zeit, also wenn diese
obdurierte und natürlich in der Not umgesetzte Homeoffice-Regelungen tatsächlich in die Normalität wieder überführt werden. Was wird davon bleiben? Was wird auch wirklich strukturell gestaltet und deswegen dreigeteilt? Also die Büroimmobilienwelt ist ein Unsicherheitsfaktor, den wir auch bei den Investoren und auch bei den Kapitalverwaltungsgesellschaften sehen. Ja. Das brauche ich euch nicht zu erklären, hier seid ihr die Experten, aber das sehen wir heute schon sehr genau. Das heißt, wo müssen wir uns darauf fokussieren? Das ist ja immer so im Leben. Erstmal kurzfristig die, die am schlimmsten betroffen sind, und das ist eben der Handel und die Hotellerie. Und da werden wir auch und machen das jetzt auch die Tage und Wochen eigentlich durchgängig. Jetzt mit dem zweiten Lockdown noch viel intensiver, weil wir dann natürlich mit der Schließung auch aller Non-Food Handelsimmobilien oder Einzelhandelsflächen extrem nochmal einen Rückschlag hatten und die Hotellerie natürlich gebeutelt ist. Also Gespräche mit der Politik zu führen, ein Verfahren zu finden, was bei den späteren immer wiederkehrenden auch Aufflammen von Pandemie- und Epidemieereignissen für die Immobilienwelt auch dort platzieren können. Safe Places, also auch gerade der Handel hat ja unheimlich viel investiert. Hotellerie hat ja viel investiert in Hygienemaßnahmen. Und trotzdem konnten wir damit nicht durchdringen in der schwierigen Situation, wie wir es jetzt haben. Ich habe totalen Respekt vor den Entscheidungen. Die sind nicht einfach, auch für die Politik. Und dennoch muss es uns gelingen, in der Zukunft besser gerüstet zu sein, die Entscheidung besser zu treffen, viel dosierter zu treffen, als wir es jetzt tun können. Aber jetzt kämpfen wir dafür oder appellieren, dass Vermieter und Mieter sich entgegenkommen und sich zusammenraufen, an einen Tisch setzen, Lösungen finden, auch in ihren Verträgen, und das nicht vor Gericht austragen, nicht es darauf anlegen, Gerichtsentscheidungen herbeizuführen, sondern sich zu arrangieren in dieser schwierigen Zeit, also auch eine Schicksalsgemeinschaft sind und damit auch gemeinsam durch die Situation gehen. Das war eines der ersten Maßnahmen, so ein Kodex auch zu vereinbaren, und viele sind dem gefolgt, nicht alle, aber viele sind dem gefolgt, und das ist gut so. Die zweite Entwicklung wird sein, tatsächlich in der Frage der Bürowelt oder der Arbeitswelt jetzt die Weichen richtig zu stellen, auch in die Richtung Politik. Veränderungen der Arbeitsstättenverordnung sind überfällig gewesen, jetzt noch mehr zu regeln, was hindert uns eigentlich, Dinge so zu gestalten, eine Bürowelt, eine Arbeitswelt zu gestalten, die wirklich den Wünschen, aber auch den Bedürfnissen, auch jetzt der heutigen Situation, entgegenkommt. Und das ist, glaube ich, eines der größten Themen, die wir, ein dickes Brett, Arbeitsstättenverordnung, jeder, der das weiß. Und vor allen Dingen, wir sind so international in der Immobilienwirtschaft unterwegs. Die Amerikaner oder auch Engländer, also die Briten, können gar nicht verstehen, was wir hier für Regelungen haben. Teilweise gibt es keine Übersetzung der Arbeitsstättenverordnung, also keine offizielle, sodass es wirklich extrem viele Auslegungen gibt und kaum Verständnis dafür, wie wir uns aufstellen. Also auch da nochmal zu schauen, was machen unsere Nachbarländer eigentlich anders? Manchmal besser, manchmal schlechter, aber das Bessere kann man sich ja auch abgucken. Und jetzt tatsächlich die Weichen richtig zu stellen. Da hilft deine Erfahrung wieder aus deinem Ministeramt natürlich, weil die Themen greifen ja eng ineinander. Halten wir nochmal fest, für unsere Zuschauer, Wohnimmobilienmarkt, machen wir uns beide keine Sorgen. Richtig. Ja, das läuft gut. Da wird sicherlich eine Auswirkung zu spüren sein, wenn wir doch noch eine höhere Arbeitslosigkeit irgendwann bekommen sollten, infolge der Restrukturierung, die ansteht, durch die großen Veränderungen. Da ist ja quasi jetzt plötzlich alles, was eigentlich schon länger absehbar war an Entwicklung, ist jetzt plötzlich alles in einem ganz kurzen Zeitfenster passiert. Ja, also für den Handel schon. Also Corona ist der Brandbeschleuniger einer Entwicklung, die es schon vorher gab und absehbar war. Natürlich ist auch vorher der Onlinehandel da gewesen und die Entwicklung, der ist jetzt natürlich noch mehr verstärkt worden. Wir wissen, dass über 35% sich in den Onlinehandel verlagert hat. Wir wissen auch aus Erhebungen, dass ca. 23% bleiben wird, also nicht zurückgehen wird. Das sind immense Einschränkungen natürlich für den stationären Handel. Der HDE, der Verband des Handels, sagt, 50.000 Einzelhändler werden wahrscheinlich nicht mehr da sein.
Das heißt, übersetzt 200.000 Arbeitsplätze eventuell, wenn es ganz schlimm kommt. Natürlich wird man schauen, wo finden sich diese Menschen wieder. Wenn im Onlinehandel mehr gemacht wird, werden auch dort Arbeitskräfte gebraucht, aber ganz anders. Und trotzdem bin ich auch der Meinung, man darf Onlinehandel und stationärer Handel nicht gegeneinander ausspielen. Denn gerade wir haben immer gesagt, man kann das vernetzen. Man kann durch neue Geschäftsmodelle, Plattformökonomie, also auch tatsächlich die zueinander führen. Und was wir machen müssen, ist den Innenstädten neues Leben geben. Also Innenstädte neu planen. Wir sagen vertikale Nutzung ändern, Nutzungsänderung. Das heißt, ein Gebäude, was heute, ich sag mal, von Kaufhaus oder einer großen Einzelhandelsfläche genutzt wurde, anders gestalten. Unten braucht man die Frequenz, also Ladengeschäfte. Nach oben hin können sich die Nutzung ändern und da müssen wir flexibler sein. Da muss oben Wohnen rein, da muss auch mal eine Kita rein können, da muss auch eine Gesundheitsversorgungseinrichtung rein, da muss auch mal Verwaltung, also öffentlicher Publikumsverkehr rein. Diese Mischnutzung, die müssen wir halt neu denken und damit auch einhergehend auch diese althergebrachten Denke, dass man in der Innenstadt nur arbeitet oder einkaufen geht und woanders lebt und Freizeit auch woanders erlebt und Kultur auch woanders erlebt, auflösen. Also diese sogenannte Donatisierung, Donuts, die in der Mitte leer sind, das sind die Kerne, die leider abends dann auch leer sind, das müssen wir auflösen. Wir müssen da Leben reinbekommen und das bedeutet eben mit ganz verschiedenen Experten sich an einen Tisch zu setzen, natürlich mit der Immobilienwirtschaft, natürlich mit der Kommune, aber auch mit vielen anderen und solche neuen Dinge neu zu denken. Da braucht es auch Geld, da wird es auch Fördermittel brauchen aus dem Bund. Aber es braucht ganz, ganz viel kreatives Denken und eben auch Deregulierung in der Baugesetzordnung, also Baugesetzbuch und Nutzungsverordnung. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Da kämpfen wir auch gerade dafür, sogenannte Baugesetzbuchnovellierung. Ah ja, ich habe in Gent gestern gehört vom HDE, das ist der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, da ist der Präsident. Er hat auch gesagt, die Einzelhändler haben ja auch viel getan für neue Vertriebswege. Und er war eigentlich recht zuversichtlich, fand ich. Es gab ja gerade die Diskussion, ob man den Onlinehandel etwas sanktionieren sollte. Die Abgabe. Und die, mit der Abgabe und den stationären Handel damit stärken. Bleibt abzuwarten, was da passiert. Es gab ja direkt auch heftige Gegenreaktionen, muss man ja wirklich sagen. Also meine persönliche Meinung dazu ist, nicht nochmal wieder eine Regulierung, denn das ist in der Tat ja auch ein, ohne die Details heute schon kennen und durchdeklinieren zu können, doch wieder nochmal eine Regulierung, zu sagen, hier kommt eine Abgabe mit allen Schwierigkeiten, landet sie im Bund, als Steuer müsste sie ausgestaltet werden, Steuer können sie nicht zweckbestimmt dann verteilen, wie soll es in die Kommune verteilt werden, also ich könnte jetzt ein paar Sachen aufzählen, ja, und ich sage, statt wieder eine Regulierung und Verteilung zu organisieren, wären wir alle gut beraten, die Hemmnisse, die wir heute haben, um so eine Innenstadt zu entwickeln und sozusagen das Geld richtig zu allokieren, denn das ist vorhanden vielerorts. Und auch die Dritten, die Immobilienwirtschaft hat sich ja auch bereit erklärt und gesagt, sie wird ihren Anteil dazu beitragen. Lieber die Deregulierung der Hürden jetzt einzuführen, eben über Veränderungen in den Baugesetzbüchern und Nutzungsverordnungen, als wieder was Neues zu schaffen. Das ist meine persönliche Meinung und Einschätzung dazu. Und was sagst du zu so tollen Projekten wie die neue Verkehrsregelung am Jungfernstieg? Wir hatten in München ein ähnliches Thema im Wahlkampf Anfang des Jahres auch mit den Fahrradwegen und mit quasi einer nicht mehr durch Autos befahrbaren Straße. Wie denkst du darüber? Das muss doch eigentlich alles in ein Gesamtkonzept münden. Richtig, genau das ist die Kritik, die ich habe. Ich kritisiere nicht per se, solche Dinge auszuprobieren und mal zu schauen, wie entwickelt sich das, auch Fläche mehr den Menschen und der Frequenz zu geben und der Nutzung dieser tollen Räume, der öffentlichen Räume. Denn wir wissen ganz genau, also Experten für Stadtentwicklung und Stadtquartiere sagen uns, da braucht man auch Bewegungsraum und die Menschen müssen da auch sich entfalten können. Es gibt eben auch Lebensqualität und damit ja auch Einkaufsfeeling. Aber wie gesagt, nicht
an einem einzelnen Punkt gedacht, nicht an einer Straße, sondern wir brauchen ein integriertes Gesamtkonzept. Dazu gehört, braucht es ganz viel mehr. Und deswegen bin ich eigentlich gegen so Aktionismus, dass man sagt, ich sperre mal eine Straße und das teste ich, macht Berlin leider auch, dann ist es mal die Friedrichstraße oder dann mal ein Kurfürstendamm-Teile. Das bringt nichts, weil wir eben dann immer nur Betroffene an einer Straßenseite haben und die anderen sind eher von dem umliegenden Verkehr dann eher noch belastet, als dass sie entlastet werden. Also integrierte Stadtteilkonzepte. Und in der Tat, es wird in der Post-Corona-Zeit mehr auf die Quartiere ankommen. Vieles wird sich in Stadtquartieren abspielen. Das heißt, alles das, was wir jetzt machen, müssen wir mit viel Kreativität für die nächsten 20, 30, 40 Jahre denken und nicht nur für den Moment und nicht nur für eine Legislaturperiode. Also ich sehe jeden Tag diese Entwicklung hier. Die Stadt schreibt stündlich, glaube ich, mehrere hundert Knöllchen. Und ich frage mich natürlich, wenn da Wohnungen entstehen, wie soll denn Anwohnerparken funktionieren in den Zentren? Also habe ich noch keine schlüssige Antwort drauf. Ja, also natürlich ist auch das... das Verbraucherverhalten wird sich verändern. Deswegen sagte ich ja mit Stadtquartieren, wenn sich vieles im Quartier abbildet und dazu gehört eben nicht nur Wohnen, Einkaufen und vielleicht noch ein bisschen Freizeit, sondern auch das Arbeiten, das Produzieren, das, was wir ja immer sozusagen an den Rand gedrängt haben oder nur in dem Innenstadtkern das Arbeiten möglich war und woanders gelebt wurde, da brauchte man die Wege. Das heißt, die Menschen, die oft hier leben, die sich für ein Stadtteilzentrum entscheiden, die haben auch ein anderes Verhalten, ein anderes Verkehrsverhalten. Da gibt es ja diverse Modelle, wo Menschen auch auf ein eigenes Auto verzichten in der Tat, andere Modelle nutzen, die öffentlichen Verkehrsmittel, Carsharing-Modelle etc. oder eben intelligente Lösungen auch in einer Innenstadt, wie man Parken ermöglichen kann. Man kann auch in die Höhe gehen und andere Themen nutzen, also wenn man nicht in die Tiefe geht. Aber wir sehen auch, dass Parkhäuser umgenutzt werden. Also ich kenne ein ganz tolles Beispiel in Berlin, Gleisdreieck, da ist ein Parkhaus umgewandelt worden. Ziemlich aufwendig, jetzt würden Kritiker sagen, teure Wohnung. Das kann man sicherlich mit der Zeit auch anders hinbekommen, dass man auch gefördertes Wohnen dahin machen kann, je nachdem, wo die Lage ist. Aber wir müssen einfach von diesem althergekommenen Denken wegkommen und in der Tat auch die Bedürfnisse, also von den Bedürfnissen der Menschen aus denken. Das heißt, wenn sich alles im Quartier abspielt, wird das Fahren und das Auto auch an Bedeutung verlieren. Fragen Sie mal die Jugendlichen heute. Das ist das Thema, ne? In der Stadt natürlich einfacher. Ich gebe zu, dass wenn man im ländlichen Raum lebt und junge Menschen auch Entfernungen zu überwinden haben, dass es dann wieder anders ist. Aber viele zieht es ja in die Metropolen, die studieren hier. Ganz wenige von denen machen mit 18 Führerschein oder auch nach 2 Jahren immer noch nicht, weil sie einfach ein anderes Bedürfnis haben und ein anderes Fortbewegungsverhalten haben und das ist für die, spielt für die keine Rolle. Und wenn wir eben, wie gesagt, 20, 30, 40 Jahre weiterdenken, weil wir für die Quartiere so bauen, dann werden das die Nutzer sein und die Bewohner sein und die denken heute schon anders. Man muss hoffen, dass es da schlüssige Lösungen gibt. Ja. Hotellerie, ist das jetzt ein Kurzeffekt durch Corona? Weil wir haben ja in den letzten Jahren, wenn ich alleine sehe, in Hamburg und München, wo wir ja überwiegend sind, aber auch in Berlin, auch in anderen deutschen Städten, viele neue Hotels dazu bekommen. Tourismus ist auch ein starker Wirtschaftsfaktor. Ja. Wird das wieder gut? Also es wird besser werden, gar keine Frage. Es wird für uns eine Veränderung geben natürlich, weil wir schauen müssen, wie viel Tourismus kommt zurück. Aber ich glaube, dass inländisch der Tourismus sehr stark noch sein wird. Die großen Metropolenstädte werden immer noch attraktiv sein, weil wir eigentlich auch eine Neugier haben, einen Bewegungsdrang haben, auch in Deutschland. Insofern nicht nur das Geschäftliche, sondern das private Reisen wird weitergehen. Und wir müssen in der Tat auch überlegen, wie Hotels auch anders genutzt werden. Sie werden eben auch für dieses neue Arbeiten, nämlich eben auch nicht immer im Büro sein, dass ich auch woanders mir auch Hotels als andere Orte des Arbeitens und des auf Zeitwohnens überlegen kann.
Das hat auch viel damit zu tun, ob ich andere Nutzungsarten, die Hotels öffnen darf, wie die Regulatorik auch da ist. Und ich glaube, dass wir einfach auch das Reisen weiter lieben werden. Wir werden hoffentlich durch die Impfung jetzt, die ja heute gerade genehmigt wurde, welch eine Freude und hoffentlich auch alles gut läuft, bis zum Sommer hoffentlich auch viele, viele geimpft haben, dass wieder Menschen sich bewegen werden und reisen werden. Und dafür sind wir einfach auch attraktiv hier in Deutschland. Und das sollten wir bleiben. Quasi Hotels ein bisschen mehr als Coworking Space. Richtig. Und für längere Aufenthalte, warum sollte man nur Airbnb in Wohnräumen, privaten Wohnungen nutzen? Ich finde, diese sollten mehr fürs Wohnen zur Verfügung stehen, weil wir haben schon eine angespannte Wohnlage. Dann lieber Hotels vielleicht für andere Marketingkonzepte öffnen, auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass bei den Zahlen, Tourismuszahlen, die wir heute erleben, selbst wenn ein Teil zurückgeht und noch nicht ganz wiederkommt, wird es immer noch eine gute Auslastung geben. Jetzt sind wir sehr digital und wir waren relativ früh komplett im Homeoffice. Anfang März, wir haben es im Februar zweimal geübt. Toll. Und bis auf ganz wenige, aber in der Regel sind es Mitarbeiter, die freiwillig lieber ins Büro gehen, weil sie da mehr Entfaltungsraum haben, ist Donner Reuschel im Homeoffice. Wir denken natürlich auch darüber nach, unsere Flächen dann zu optimieren. Welche Spuren hinterlässt das im Büroimmobilienmarkt? Wird das jetzt da zu einem großen Einbruch kommen oder glaubst du, es gibt ein Mischkonzept oder wie geht es da weiter? Jetzt würde ich natürlich den Werbeblock anschmeißen und sagen, wir haben eine Büroimmobilienkonferenz im Mai. Gut. Du bist herzlich eingeladen, da werden wir die. Aber die digital Experten, wahrscheinlich dann, oder? Im Mai hoffen wir, dass wir Hybrid haben. Ah, ja, okay. Also wir hoffen, dass wir Hybrid haben werden. Wir arbeiten darauf hin, aber wir können auch jederzeit dann wieder digital sein. Nein, also Scherz beiseite, wir entwickeln natürlich bis dahin auch noch mal ein paar Studien oder mit anderen zusammen. Ich glaube, dass einfach die Nutzung der Bürofläche sich verändern wird. Wir haben natürlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten die Entwicklung zu Großraumbüros gesehen und hatten nur noch so kleinere Spaces so für Teammeetings etc., wo man sich zurückzieht. Ich glaube schon, dass diese großflächigen Büros sich verändern werden, dass man schon anders arbeiten wird und auch die, wie gesagt, die Arbeitsstättenverordnung sich verändern muss, damit wir bestimmte Dinge dort einführen können. Ich glaube, das ist eine Wahlmöglichkeit für die Mitarbeiter geben muss und geben wird, wenn man als Arbeitgeber attraktiv sein will, weil die Mitarbeiter eben erlebt haben, nicht nur, weil sie es jetzt mussten, sondern weil viele auch erlebt haben, dass sie entspannter, konzentrierter arbeiten und wenn es nur ein paar Tage in der Woche sein wird, das heißt, es wird eine hybride Form geben. Das heißt, man wird nicht den einen eigenen Arbeitsplatz haben, man wird einen Arbeitsplatz haben, der eben neutral sein wird, der sich sozusagen einbuchbar sein wird. Das wird mehr Einzug gewinnen. Das habe ich jetzt in den 6 Jahren auch bei der Bank erlebt bei mir in der Servicegesellschaft, dass wir den Leuten das natürlich erstmal nahe bringen mussten, aber dann funktioniert das gut. Also eine quasi Überlegungsquote wird es auf jeden Fall eine höhere geben und wir werden einfach einen Mix anbieten müssen, weil einfach die Lebensqualität der Menschen, die sagen, ich möchte das eine mit dem anderen verbinden, nämlich beruflich mit auch meinem Privatleben und meiner Gesundheit, wird schon eine größere Rolle spielen. Das heißt, ich sehe schon einen Rückgang. Ob das in der Gesamtzahl der Bürofläche dann tatsächlich sich auswirken wird, das vermag ich noch nicht zu sagen. Ich glaube, dass die Flächen anders genutzt werden. Interessant. Also wir erleben das auch von Mitarbeitern, die natürlich auch nicht permanent zu Hause arbeiten können. Manchmal fehlt der Platz oder man braucht den Austausch natürlich mit den Kollegen. Werden wir also quasi im Haus ein Coworking Space Anbieter? Das vielleicht quasi, ja. Dass mehr gebucht wird. Ja, und dafür gibt es ja auch wieder neue Geschäftsmodelle, Plattformen, wo man eben tatsächlich auch für eine kurze Zeit sowas anbieten kann und damit auch effizienter wird und auch seine Kosten vielleicht das eine oder andere Mal senken kann. Für viele Unternehmen kann das sehr interessant sein, aber ein Austausch brauchen Mitarbeiter und das ist für ein Klima, ein Unternehmensklima auch entscheidend wichtig. Und ich glaube, wir Deutschen brauchen es auch. Ja.
Und dafür würde ich immer appellieren, in all meinen beruflichen Erfahrungen und Jahren, die ich jetzt in unterschiedlichen Unternehmen erlebt habe und ja auch aus einem unterschiedlichen Kulturkreis komme, trotzdem die Interaktion, das Gemeinsame muss gewährleistet sein. Sind wir schon zwei. Ich bin auch sehr dafür, sehr kämpfen gut. Wir für dieses Thema. In der Tat. Liebe Agul, erstmal vielen Dank. Mhm. Wir haben jetzt eine Stunde Talk und ich finde, da war viel drin. Mhm. Und die Frage natürlich, ob unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen haben. Ja. Und wir haben Fragen, höre ich aus der Regie. Ja, ja. Wir haben tatsächlich viele Fragen zum Thema Corona-Immobilien. Ich denke, Frau Özkan hat die tatsächlich schon gut beantwortet. Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach Corona auf den Immobilienmix in den Innenstädten aus? Ich denke, da sind Sie drauf eingegangen. Auch die Umwandlung der Innenstädte war gab es hier eine interessante Frage, auch wie die Verkehrskonzepte angepasst werden. Auch da sind Sie zufällig, während diese Fragen reinkamen, drauf eingegangen. Ich denke, die gerade aktuellste ist gegebenenfalls noch offen. Es herrscht vielfach die Auffassung, dass der Mietendeckel den schon bestehenden Investitionsstau noch verschärft. Wie sehen Sie das und wie sollte man dem entgegenwirken? Ja, in der Tat. Das ist eine Beobachtung, die wir sehr genau in Berlin nachvollziehen können, dass mit dem Mietendeckel eben nicht mehr Möglichkeiten am Markt sichtbar sind. Es wurde weniger gebaut, es wurde weniger investiert als in der Zeit davor oder auch dort, wo der Mietendeckel eben nicht herrscht. Insofern kann man das sehr genau ablesen. Der Mietendeckel selbst wird es nicht machen. Wir brauchen einen Mix. Wir brauchen natürlich in angespannten Wohnlagen tatsächlich auch ein Wiederkehren des zu normalen Bedingungen und nicht jedes Jahr Hochschrauben der Miete. Denn wenn schon ein Ehepaar mit einem Kind, was wirklich beide berufstätig sind und gute Jobs haben, immer noch keine Wohnung sich leisten können, dann ist das dramatisch für Deutschland und auch für den ganzen Fachkräftemarkt attraktiv als Arbeitgeber auch mit Mitarbeiter heranzuziehen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir bauen. Und das schaffen wir nur, wenn wir Wohnraum schaffen. Und ich habe interessanterweise 2010 als Bauministerin, als ich ins Amt kam, haben mir Prognosen und mein eigenes Ministerium gesagt, man braucht keinen sozialen Wohnraum mehr, wir werden da nichts mehr fördern. Das ist unsere Position, habe ich gesagt, zeigt mir die Zahlen, zeigt mir, erklärt es mir. Und ich habe damals schon gesagt, nein, das wird nicht der Trend sein. Ich sehe einen anderen Trend. Und habe damals auch mit Unterstützung meines Finanzministers tatsächlich die Wohnraumförderung für sozialen Wohnraum sogar aufgestockt. Mhm. Wir haben mit der Förderbank ganz andere Mittel aufgelegt und auch Kriterien gesetzt und tatsächlich der soziale Wohnraum oder Wohnungsbau wurde dann wieder angekurbelt, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Mhm. Hamburg hat es auch gut gemacht. Muss ich sagen, CDU-Regierung damals. Mit Ole noch. Mit ja. Ole in der, damals und dann weiter fortgesetzt, muss ich sagen, auch der SPD. Das muss ich sagen, hat wirklich trotzdem gut geklappt. Und hier ist Wohnraum geschaffen worden und damit auch die Möglichkeit, mehr zu schaffen. Was wir machen müssen, wir müssen tatsächlich mehr verdichten in den Innenstädten, müssen in die Höhe bauen, wir müssen auch nach oben hin Flächen schaffen können. Und das geht wirklich nur durch Deregulierung und Abbau von Hürden, beispielsweise TA Lärm, diese berühmte Frage, wie kann Gewerbe und Wohnen nah beieinander rücken, damit sie halt untereinander nicht stört. Aber in der Tat, der Mietendeckel selbst bringt es nicht und es ist ja geklagt worden jetzt auch in Berlin oder gegen den Mietendeckel und die Restriktionen, das Bundesverfassungsgericht wird das wohl voraussichtlich im zweiten Quartal nächsten Jahres entscheiden und dann wissen wir alle mehr und dann können wir uns und hoffe auch die anderen Bundesländer sich entsprechend ausrichten. Muss nur umgesetzt werden, recht. Berlin, Riga Straße, gibt viele Themen. Ja. Ja, es sind ganz schwierige Themen und sehr lokal natürlich aufgeheizte Themen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten auch die Hafenstraße. Ja. Mhm. Also jetzt muss man sich immer natürlich zurückhalten mit solchen Zuspitzungen, wenn man anderen Ratschläge gibt. Aber in der Tat, es gibt Lösungen, wie man sowas entspannen kann. Und in der Tat, Berlin war immer verstritten, auch im Senat selbst.
in diesen Baufragen. Und die jetzige Regierung macht es nicht einfacher. Da gönnt der eine dem anderen nichts, wenn ich das so sagen darf. Noch Fragen? In dem Zusammenhang kam tatsächlich gerade noch eine Frage, wie wird sich die Entwicklung der Baugenehmigungen für 2021, 2022 im Zusammenspiel mit dem Mietendeckel entwickeln? Also, schwierig zu prognostizieren. Wir sehen Zurückhaltung in den Investitionen in den Gebieten, wo eben der Mietendeckel so gelebt wird, wie er in Berlin gelebt wird. Das kann damit zusammenhängen, dass die Anträge weniger gestellt werden. Das kann aber auch damit zusammenhängen bisher, dass eben einfach auch das Personal fehlt und wenig auch in den Verwaltungen für die Genehmigung oder schnelle Genehmigung auch getan wird. Jetzt muss ich natürlich, ist ja kein Bashing jetzt auf die Behörden und die Mitarbeiter, aber auch das ist genau der Punkt, je mehr regulatorisch ich eingreife, wo jemand nachvollziehen muss und gucken muss, ob das auch eingehalten wird, desto mehr binde ich mit Mitarbeiter für solche Themen, als dass ich sie eben für Genehmigungen und Prüfungen von Anträgen einsetzen kann. Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Ich glaube, dass Wohnen immer noch oder Wohnimmobilien immer noch attraktiv sind in Deutschland. Es wird weiterhin investiert werden. Denken wir an die Zeit 2015, als wir Deutschland ja Flüchtlinge aufgenommen haben. Da haben viele internationale Investoren gesagt, jetzt gehen wir erst recht nach Deutschland, weil Deutschland wird bauen, da können wir uns drauf verlassen. Wir haben die großen Wohnungsgesellschaften, die auch investieren und nicht nur in den Bestand, in Sanierung, sondern auch in Neubau. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Wir haben ein Thema, was wir stemmen müssen und in den nächsten Jahren akut stemmen müssen, ist Schaffung von altersgerechten Wohnen. Barrierefreies Wohnen, also Bestandsimmobilien umrüsten, aber auch neue Wohnarten zu schaffen für ältere Menschen. Denn das ist auch kein Geheimnis. Wir werden älter. Unser demografischer Wandel wird nicht beim Wohnen aufhören. Bei der Gesundheitspflege müssen wir sowieso was tun. Aber Menschen, die in ihren eigentlichen Räumlichkeiten bleiben wollen, beziehungsweise barrierearmes Wohnen dann auch wollen, brauchen die Fläche. Und das ist ein Boommarkt. Wenn mich heute jemand fragen würde, eben in diesem dreigeteilten Deutschland nach Corona, kann ich sagen, Gesundheitsimmobilien, vor allen Dingen Pflegeimmobilien, sind der Bereich, der wachsen wird und der sehr interessant ist. Und alle europäischen Nachbarländer, die sagen, ihr seid doch verrückt in Deutschland, warum investiert ihr da nicht rein? Mhm. Und wir sehen ganz viele internationale Investoren gegen in diesen Bereich. Spannend. In Hamburg kann man sich das angucken bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Richtig. Die haben aus einer geschlossenen Anstalt ja quasi ein Quartier gemacht. Richtig. Wo die auch zwischen stationärer und mobiler Betreuung wechseln können. Genau. Das könnte ein Beispiel sein, sowas. Absolut. Und ich sage immer wieder nochmal, mitten rein in die Stadt, nicht in die Außenbezirke, nicht unsere Menschen, Älteren, unsere Angehörigen, Eltern, wie auch immer jeder hat in der Familie, jemanden, der vielleicht mal später so wohnen möchte, irgendwo in die Außengrenzen bringen, sondern mitten rein in die Stadt, kurze Wege, kurze Versorgungswege, das ist A und O. Und das Ganze nicht nur in A-Lagen, sondern auch... Natürlich, kann auch B, C-Lagen. Das muss B und C betreffen. Ja, aber deswegen auch in die Quartiere rein. Ja, unbedingt. Schön. Noch eine Frage? Ich denke, Frau Eskan trifft immer in ihren Ausführungen den Zahn der Zeit. Hier die Frage gerade noch, welche Auswirkungen hat die Demografie auf die Immobilienwirtschaft, in Klammern insbesondere auf die Wohnimmobilien? Sie sind gerade darauf eingegangen. Ich habe mir das fast gedacht, oder unsere Zuhörer und Zuschauer sind auch sehr gut in den Gedankengängen mit uns dabei. In der Tat, großes Lob. Ja, also Demografie wird eben eines der Schlüsselthemen für uns sein. Ich finde, eine Gesellschaft ist nur so gut und so menschlich, wie wir auch mit Menschen, wie jungen Menschen, von denen wir vorhin gesprochen haben, Kindern, wie auch mit alten Menschen umgehen können. Und das hat auch viel damit zu tun, wie wir sie im Alter leben lassen wollen. Und in der Tat, gutes Wohnen im Alter muss nicht teuer sein. Das habe ich damals, als ich eben in Niedersachsen diese Kriterien für die Förderung aufgelegt habe, auch erlebt. Wir sollten auch hier wieder nochmal uns überlegen, ob man einen Mix schafft
eine Auflage will ich das nicht nennen, aber ein Anreiz schafft, eben in barrierefreies Wohnen oder altersgerechtes Wohnen stärker zu investieren. Das kann man fördern, man kann Anreize schaffen und diesen Weg sollte man gehen. Und ehrlicherweise haben wir echt nicht viel Zeit, weil wir müssten jährlich in zigtausend solcher Wohnungen investieren. Klar stehen die jetzt in Konkurrenz zu normalem Wohnen, aber es lohnt sich, da genauer hinzuschauen und für Investoren auf jeden Fall hier gute Lösungen zu finden. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ich danke sehr. Wir haben erschöpfend das Thema abgearbeitet. Ich finde, du bist toll angekommen in deiner neuen Aufgabe. Ja. Das macht Spaß, man merkt es. Ja, ein anderes Thema wird mich beschäftigen und es macht mir auch sehr viel Spaß und das ist Digitalisierung. Das klang ja eben schon an. Und die Immobilienbranche oder die Wirtschaft kann noch ganz viel Digitalisierung gebrauchen. Das, was die Fintechs in der Finanzwelt sind, sind die Proptechs in der Immobilienwelt. Und insofern freue ich mich auch da über ganz, ganz viel Austausch und freue mich da auch ganz viel zu lernen, aber vielleicht auch Dinge reinzugeben. Und das wird ein Thema sein, das werden wir mal beobachten jetzt in den nächsten Jahren und begleiten, mal sehen, was dann passiert. Ich freue mich drauf, weil ich war ja mal im Fintech-Rat der Bundesregierung und da gibt es jetzt einen neuen Rat wahrscheinlich für die Immobilienwirtschaft im Digitalen. Könnte ich mal anregen. Ja, wäre mal ein Thema. Mhm. Ja, also vielen herzlichen Dank für heute, auch Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Besinnliche Feiertage, kommen Sie gut ins neue Jahr und wenn Sie Fragen haben, Sie können natürlich ZIHA-Mitglied werden. Auf jeden Fall. Und die AGEL ist über uns immer gut zu erreichen. Sprechen Sie Ihre Kundenbetreuer an. Wir werden die Themen adressieren. Wie gesagt, bleiben Sie gesund. Alles, alles Gute und bis bald. Wieder live und in Farbe hoffentlich dann. Tschüss. Tschüss.